Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den Marcel Ferguson 15 Holzgreifer. Und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier mal genauer vorstellen. Vorab ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Forstmaschinen. Der Autor von diesem Mod heißt hier Adub Modding ABP Team Feed BSM und die Modgröße liegt hier ca. bei 0,85 MB. Ist aktuell in der Version 1.000 für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole kaufen tut, dann kostet euch dieser ca. einen Slot. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal kaufen tut, dann auch nur einen Slot. Das Ganze finden wir hier aktuell unter Mods und DLCs und haben hier schon den Marcel Ferguson 15 Holzgreifer. Dieser wiegt ca. 200 Kilo und kostet euch knapp 850 Euro in der Standardkonfiguration. In der Konfiguration selber können wir hier wählen zum Beispiel die Hauptfarbe hier in allen Farben, von Perlweiß zum Beispiel auf Rubinrot, von Rubinrot zum Beispiel hier mal in grün glänzend. Und erhalten allen anderen Farben, wie hier zum Beispiel in Oliv. Die Designfarbe können wir hier natürlich auch noch wählen, aktuell auch in allen Farben. Von zum Beispiel Weiß hier auf Blau. Von Blau zum Beispiel hier auf Orange. Oder halten allen anderen Farben, wie hier zum Beispiel in Schwarz. Dann kostet uns dieser Holzgreifer hier in dieser Konfiguration ca. 850 Euro. Und so sieht dieser mal hier mal genauer aus. Wir haben hier im Prinzip einen Dreipunkt, da kann man das Ganze entweder vorne oder hinten anhängen. Und diesen Holzgreifer wollen wir natürlich auch gerne mal testen. Dafür nehmen wir hier ein Glas, den Holzgreifer dazu und ein paar Baumstämme. Wir koppeln das Ganze hier an, wie gesagt, entweder vorne oder hinten ankoppelbar. Koppeln das Ganze hinten am Heck an. Dann haben wir hier die Tastenbelegung mit L1 und Kreis für Heben und Senken. L1 und rechter Stick nach links oder nach rechts für nach hinten oder nach vorne zu neigen. Oder L1 und rechter Stick nach oben oder nach unten. Da kann man das hier komplett manuell hoch und runter stellen. Dann können wir hier noch wählen aktuell L1 und R1. Rechter Stick nach links oder nach rechts. Da können wir das Ganze hier öffnen und schließen. Und dann können wir hier langsam zu dem Baumstamm mal fahren und diesen mal aufnehmen. Das Ganze hier mal hinfahren. Na, da müsst ihr hier ein bisschen sachte zugehen. Na, das Ganze hier mal absetzen dann. Genau. So, und jetzt ganz vorsichtig. Mal ein bisschen runtergehen damit. Das Ganze dann hier langsam zumachen. Genau. Und schon habt ihr den Baum hier drauf, könnt diesen auch hochheben und könnt den auch so wegfahren zum Beispiel. Na? Könnt das Ganze wieder absetzen und dann wieder die Zange aufmachen. Na? Könnt hier langsam wieder wegfahren und könnt dann hier diese Baumstämme, egal ob lang oder kurz, auch hier wiederum wegfahren. Wir können auch die kleinen nehmen hier, das geht auch. Ne? Diese können wir hier sogar in die Hand nehmen. Aber das Ganze ist natürlich euch überlassen, wie ihr das Ganze haben wollt. Das hier war wie gesagt mal eine kleine Mod-Vorstellung. Auch für so kleine Sachen kann man das Ganze hier auch gerne mal tun. Ich hoffe, euch hat diese Mod-Vorstellung hier gefallen. Wenn ja, lasst noch gerne mal bitte euer Feedback da. Falls ihr Fragen dazu habt, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt diese doch bitte unten in die Kommentare. Besucht uns natürlich gerne noch auf Twitch oder schaut im Discord vorbei. Die Links zu Twitch und zum Discord findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.